Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu deiner Seelenbotschaft. Ich grüße dich. Eine neue Woche wieder. Heute ganz besonderer Tag. Wir haben den 8.8., das Löwenportal. Und ja, ganz besondere Energien, eine ganz starke Energie. Und ich bin gespannt, was sich hier zeigt in der Woche. Willkommen zu deiner Wochenbotschaft, deine Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir gehen jetzt mal in jeden einzelnen Tag rein und schauen uns mal die Wochenenergie an. Solltest du das Mission überspringen wollen, dann schau unten in der Beschreibung, da kannst du vorspulen bzw. direkt hinhüpfen, wenn ich mit der Legung starte. Da findest du auch alle Kartendecks, die ich verwende. Und ich möchte mich natürlich noch von Herzen bedanken für alle Likes, Kommentare, Abonnenten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das motiviert mich weiterzumachen. So, und ich verbinde mich jetzt mit dem Seelenkollektiv. Mit jedem, der zuschaut, mit dem Kollektiv. Und mit der Woche vom 8.8. bis zum 14.8. Welche Impulse zeigen sich hier? Was kommt auf uns zu? Was darf ich weitergeben? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Da schauen wir gleich drunter. Und die Länderkarten. Meine Lieben, die Wochenenergie. Also, ich spüre tatsächlich ein Wegfallen von einer Last, eine Schubkraft nach vorne. Das ist so das, was ich bekomme. Und tatsächlich auch die Sonne wird mir gezeigt. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir schauen jetzt mal rein. Vom Impuls her möchte ich gerne mal mit der unterliegenden Karte vom Deck beginnen. Wir schauen mal, was für eine Energie die Woche komplett begleitet. Was zeigt sich hier? Wow, okay, der Turm. Also der Turm als unterliegende Karte ist natürlich auch herausfordernd, sage ich mal. Mir kommt gerade das Wort, wenn ich die Karte so ansehe, poetischer Vorfall, poetische Wandlung. Der Turm steht natürlich generell für plötzliche, unerwartete Ereignisse. Etwas bricht auf, eine Ansicht wird klar. Ich bekomme so durch, der Filter geht weg. Man sieht die Klarheit, die hinter einer Situation steht. Ja, der Turm. Ich finde, das passt ganz gut, was ich am Anfang bekommen habe mit einer gewissen Schubkraft. Dadurch, dass jetzt etwas zerbricht oder ein Vorhang fällt, geht es automatisch mit einer Erkenntnis oder einem Klarwerden in einer Situation natürlich weiter. Und da gehen wir jetzt natürlich einfach mal rein.
Das passt auch ganz gut, weil der Turm ist ja die 16, die Zahl 16 im Tarot. Die Quersumme der 16 ist die 7. Die 7 ist der Wagen und der Wagen treibt voran. Wir schauen jetzt mal heute, 8.8., das Löwenportal. Wir schauen mal in den Montag rein. Ja, super, da geht es ja direkt weiter voran. Also es geht eigentlich am Anfang der Woche schon voran. Und bitte, es ist eine kollektive Legung, das möchte ich hier noch sagen, kann nicht alles mit dir resonieren. Ganz wichtig, dass du das immer auf deine Situation umlegst. Und es kann auch sein, Zeit ist fließend, dass sich das natürlich ein bisschen verschiebt von den einzelnen Tagen. Das sind nur Tendenzen. Aber für den Montag heute haben wir Ritter der Münzen. Wir haben den Reiter. Und ein langer Weg. Und ich habe so das Gefühl, dass heute etwas passiert, weil auch der Reiter, ne, die Ritter sitzen bekanntlich auf Pferden. Es geht voran, es wird etwas vorangebracht. Das kann hier natürlich hinsichtlich Geldthemen sein. Generell ist es auch so, ja, dass hier mit dem Turm auch der Hinweis auf die Arbeit fallen kann. Es kann ja wirklich um berufliche Themen sein, um Geldthemen, Themen der Stabilität. Also heute ist es so, dass etwas vorangetrieben wird, was deinen Lebensweg beeinflusst. Und das kann aber auch für eine innere Einstellung sein, für eine innere Gabe. Das kann mehreres sein. Also heute wird dir vielleicht auch etwas bewusst, was du langfristig machen möchtest, bekomme ich hier so. Also wo du langfristig hin willst, was du langfristig aufbauen möchtest. Das könnte hier auch der Fall sein. Ja, und hier gibt es eine Möglichkeit, wo es vorangeht. Der Ritter kann natürlich auch für eine Personenkarte stehen. Das heißt, es könnte sein, dass du heute mit jemandem zu tun hast, der dir ein Angebot macht oder eine Idee gibt. Und diese Idee hier ist das ja praktisch die Münze, die weitergegeben wird, dass das wie so ein Samen ist, der eingepflanzt wird und dann ja, nach außen, damit du das nach außen bringen kannst. Also wie eine Idee, ein Impuls oder auch wirklich Materielles wird dir in die Hand gegeben und damit kannst du dann arbeiten. Wir schauen jetzt mal in den Dienstag rein, was sich da zeigt. Da haben wir 5 der Kelche. Ui. Das Kreuz. Und kurze Krankheit. Das ist interessant, weil das ist jetzt eine Energie. Ich bekomme gerade so, ich fühle mich total erschlagen. Das ist die Energie von irgendwas bedrückt einen emotional, als müsste man sich hier irgendwie entscheiden. Vielleicht hat das auch was hier mit diesem Impuls zu tun, den du bekommst, als wäre das natürlich was Schönes, aber dafür müsstest du etwas loslassen. Darüber machst du dir viele Gedanken. Das geht dir aber viel mehr aufs Gefühl. Also so ein bisschen so ein Verzweifeln emotional. Vielleicht auch, dass du anderen Leuten gerecht werden willst. Kurze Krankheit schließt einher, dass es dir echt schlecht geht dadurch. Also diese Emotionen, ne, das kann zum Beispiel auch Magenschmerzen ausbrechen dadurch, es schlägt mir auf den Magen, ne? Unteres Chakra, also zweite, dritte Chakra, das ist Magen-Darm-Trakt, dass dir das so nahe geht mit deinen Gefühlen, dass sich das körperlich zeigt. Also hier geht es um um so einen Strang, um einen karmischen Strang, der hier aufgelöst werden möchte. Und es kann gut sein, dass du dafür etwas loslassen musst. Emotional vor allen Dingen loslassen muss, damit es weitergehen kann. Wir schauen jetzt mal in den Mittwoch rein. Auch hier zeigt sich wieder Arbeit. Wir haben den Anker, wir haben die Königin der Schwerter und seine Gedanken. Also hier könnte tatsächlich ein Angebot auf dich zukommen oder irgendeine Nachricht, was mit deiner Arbeit oder deiner Berufung zu tun hat. Seine Gedanken, ja,
Da bekomme ich so, dass die Gedanken dann eher bei der Person hier liegen oder bei deinem Gegenüber, weil du hier zum Beispiel eine Möglichkeit bekommst oder ein Angebot, was langfristig ja hier verändert wird. Und da du vielleicht nicht alleine bist oder auch deine Familie involviert ist, weil das deinen Lebensweg halt betrifft, kann es gut sein, dass sich dein Umfeld hier Gedanken macht. Aber ich bekomme auch, dass diese Person, mit der du es hier heute zu tun hast, sich auch viele Gedanken um dich macht und auch auf die Situation oder das, was du gerade machst. Also das, was bei dir gerade im Fokus ist. Das ist so das, was ich hier bekomme. Wir schauen jetzt mal in den Donnerstag rein. Eieiei, das sind ja aber auch intensive Nachrichten. Okay, den Tod. Die Bäume und traurige Nachrichten. Also, der Tod ist natürlich immer die Transformation. Etwas wird beendet, damit ein Neubeginn kommen kann. Die Bäume stehen für mich hier wieder für die Stabilität. Ich habe das Gefühl, das geht hier wirklich ja um deinen Lebensweg, um deine Verwurzelung. Es kann ja auch um Familienthemen gehen. Es kann hier um Ahnenthemen gehen. Das könnte ja auch mit diesem Kreuz zu tun haben am Dienstag. Also irgendetwas wirst du hier loslassen müssen. Das fällt dir nicht leicht. Das kann auch. Es kann auch sein, dass du die Nachricht bekommst, dass innerhalb der Familie oder im Freundeskreis sich jemand zu entschließt, umzuziehen. Und das beeinflusst dich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise. Und da gilt es halt, etwas loszulassen. Auch die Routine loszulassen, bekomme ich hier. Komm, wir ziehen hier mal eine Klärungskarte, weil der Tod generell hier mit der, also großer Arkana. Wir haben die Wochenenergie, große Arkana mit dem Turm. Das ist nicht ohne hier generell, ohne da jetzt irgendwie Angst zu machen. Aber hier geht es schon um etwas Großes. Und da wir hier schon alle Elemente drin haben, ist es wirklich auch vielleicht in jedem, dass sich das durch jeden Bereich deines Lebens oder in der Situation zieht. Weil wir haben hier Erde, wir haben hier die Emotionen, also wir haben hier Stabilität, Sicherheit, Bodenhaftigkeit. Wir haben hier die Emotionen mit den Kelchen, wir haben hier aber auch die Schwerter, die Luftenergie. Wenn hier noch Feuer kommt, dann haben wir sie alle. Also möchte ich jetzt hier eine Klärungskarte ziehen für den Tod, worum es hier geht. Erwartungen. Erwartungen auf den Tod. Es kann sein, dass du schon die ganze Zeit eine Idee hast, dass vielleicht irgendetwas auf dich zukommen kann, irgendetwas passiert, wo du denkst, boah, wenn das jetzt kommt, bitte nicht und vielleicht passiert es dann. Das könnte sein. Oder Erwartungen auch bezogen auf den Turm, dass jetzt etwas passiert plötzlich, damit hast du nicht gerechnet, das hast du nicht erwartet. Und das ist das, was dich so umhaut in der Transformation. Auch die traurigen Nachrichten noch eine Karte. Wohnzimmer. Ja, traurige Nachrichten liegen nah bei dir im Feld. Wohnzimmer ist, das betrifft dich direkt oder indirekt. Das heißt, es ist in deinem engen Umfeld oder betrifft auch Menschen in deinem engen Umfeld oder das Häusliche. Dass es das Häusliche betrifft, dass es die Wohnung betrifft, das kann jetzt auch, es kann zum Beispiel auch eingebrochen werden. Also, ne, das sind dann traurige Nachrichten in deinem Häuslichen, in deinem Wohnzimmer. Also, es liegt eng bei dir. Es deutet natürlich, wenn man das so sieht, auch auf die Familie hin, Familienthemen. Ja, also etwas, was dich direkt schon betrifft. Also es ist sehr nah bei dir. Wow, wir schauen jetzt mal in den Freitag. Wird es hier besser? Also es ist ja nicht schlimm, aber es ist halt, es passiert viel, ne? Wir haben vier der Schwerter. Die vier der Schwerter sind ja das Anzeichen dafür, dass du dich erholen darfst. Es ist ein Rückzug fast schon notwendig, damit du das hier alles verarbeitest, damit das, ja.
transformiert wird. Wir haben hier die männliche Hauptperson, sprich dein Gegenüber. Auch wenn du als Mann zuschaust, ist es dein Gegenüber, könnte dann weiblich sein. Denn wir haben hier auch die gute Dame. Also du bist hier nicht alleine, es kümmern sich Leute um dich. Also Leute merken, irgendwas passiert hier oder sind sogar vielleicht involviert auch, weil das ja sehr nah ist. Das könnte für deine Mutter stehen, das könnte für dein Gegenüber stehen. Die Leute sind bei dir, die Leute helfen dir, die unterstützen dich. Also vielleicht, wie gesagt, sind sie auch betroffen von der Situation und man schaut sich jetzt zusammen mal die Sache an, zieht sich zurück, setzt sich an einen Tisch und lässt das mal so ein bisschen verdauen und ja, überlegt, was kann man jetzt aktiv machen. Der Samstag, 9 der Kelche, da wird es doch schon besser. Die Lösung, der Schlüssel und reiches Mädchen. Also hier habe ich so den Eindruck, durch die 9 der Kelche, hier hat man sich zusammengesetzt und eine Lösung gefunden. Oder man tauscht sich mit Menschen aus, die einem extrem gut tun, die dir Hoffnung geben, die dir Ansätze geben, was dein Lösungsansatz sein kann in der Situation, was du jetzt machen kannst. Reiches Mädchen bekomme ich auch als unterstützende Kraft. Also mehrere Personen sind hier, die dir helfen, sowohl besonders emotional, aber auch wirklich mit effektiven Ansätzen, die der Schlüssel für dich sein können. Das ist doch super schön. Jetzt schauen wir mal in den Sonntag. Ja, wie schön. Hier ist jetzt wieder Grund zu feiern. Puh, 3 der Kelche. Hier wird nochmal mit Menschen zusammengesessen, auf die Lösung angestoßen. Emotionale Fülle, man hat sich hier wieder voll im Griff, hier wurde was geheilt, was gereinigt, guter Herr, wieder Unterstützung, wieder eine Personenkarte. Du bist hier beschützt, gestützt, bekomme ich. Du bist hier nicht alleine, man hilft dir, man schließt sich jetzt hier zusammen. Das ist eine Gemeinschaft, die jetzt hier geschlossen wird, wo man gemeinschaftlich eine Situation transformiert, etwas Positives rausholt. Das hat sich ja schön gewandelt, also sehr intensiv. Interessant. Wir schauen mal, was die Orakelkarte jetzt sagt, Rat des Universums, bezogen auf die Woche. Forest Temple Enlightenment. Ja, das ist auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen wie der Turm, nur in schön. Der Turm ist ja sehr, also es wird etwas sichtbar beim Turm, es bricht auf und das bringt aber erstmal Chaos. Und hier wird etwas sichtbar, es leuchtet auf und bringt Heilung. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön, weil so transformiert sich die Woche. Die Turmenergie ist da, aber letztendlich ist der Rat hier, in diese Karte zu gehen. Wenn etwas sichtbar wird, dann ist das immer von Vorteil, weil du dann jetzt die Wahrheit siehst. Du siehst so, wie es wirklich ist. Ohne Filter, ohne Maske. Und damit kannst du natürlich das als Geschenk sehen, weil du jetzt weißt, wie du weitergehen kannst. Also, es ist eine wirklich sehr intensive Woche, wie ich finde. Ein Umbruch. Und es ist aber ein Umbruch ins Licht, bekomme ich gerade. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Und ich hoffe, er unterstützt dich die Woche dabei. Und vielleicht macht es Sinn, dir natürlich heute zu Beginn der Woche die Botschaft anzuschauen. Vielleicht zwischendrin nochmal und nochmal am Ende, damit du immer wieder reflektieren kannst und für dich persönlich Impulse holen kannst. Ich wünsche dir viel, viel Kraft für diese Woche. Ja, nutze die Energie des heutigen Tages, des Montages vielleicht, um etwas in deinem Leben oder auf deinem Lebensweg voranzutreiben. Und ja, hab eine gute Zeit, lass dich nicht hängen und geh hier wirklich lichtvoll voran. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, mach's gut.